Heidi Zillner, 49, aus Waldkirchen bei Passau, auf Reha. 1,5 Jahre war sie krankgeschrieben. 1,5 Jahre waren Schmerz und Leid ihre ständigen Begleiter. Sie sieht sich als Opfer eines Behandlungsfehlers ihres Frauenarztes. Anfang Oktober 2017 entdeckt er 2 Tumore an ihren Eierstöcken und drängt darauf, diese rasch zu entfernen. Er operiert selber als sogenannter Belegarzt im Krankenhaus. Nach 3 Tagen wird Heidi Zillner entlassen. Noch am selben Abend wird sie mit starken Schmerzen wieder eingeliefert. Diagnose: Stuhl im Bauchraum, Blutvergiftung. Sie überlebt nur knapp. Ihr werden 18 cm Dickdarm entfernt und ein sogenanntes Stoma, also ein künstlicher Darmausgang, gelegt. Der hat lange nicht zu meinem Leben gehört, den habe ich erst akzeptieren müssen. Und mein Bruder hat immer zu mir gesagt, Heidi, das Stoma macht dich um 1 Gramm schlechter. Und ja, irgendwann hat mein Stoma zu mir gehört und es war dann mein Dixilo. Nach etwa 1 Jahr wird ihr der künstliche Darmausgang in einer anderen Klinik entfernt. Im Ambulanzbericht liest sie erstmal schwarz auf weiß, dass ihr Darm bei der Entfernung der Tumore verletzt worden ist. Sie sucht das Gespräch mit dem Frauenarzt, der sie operiert hat. Wie es denn ausschaut mit Entschädigung? Und dann hat er gesagt, er sieht da keine Schuld an sich, dass er das der Haftpflicht, seiner Haftpflicht melden sollte. Ich wurde allein lassen mit dem Ganzen. Ein anderer Fall. Franziska S. wartet gerade noch darauf, dass ihr Urteil auf Schmerzensgeld rechtskräftig wird. Deshalb will sie anonym bleiben. Vor 6 Jahren wurde ihr die Gebärmutter entfernt und eine Blasensenkung operiert. Nach dieser Operation konnte ich nicht mehr im Sitzen urinieren, nur noch im Stehen. Nach 2,5 Monaten ist es halt einfach nicht besser geworden und es wurde eine zweite OP anberaumt und durchgeführt. Die zweite Operation brachte nur wenig Erleichterung. Franziska S. hat weiter schwere Probleme beim Urinieren. Der Arzt hat sie vertröstet, das werde schon wieder. Es wurde aber nicht und sie entschließt sich mit ihrer Rechtsschutzversicherung, den Arzt zu verklagen, auf Schmerzensgeld und Ausgleich für mögliche Folgeschäden. Der Arzt hat natürlich immer alles abgestritten, dass er keinerlei Schuld hat und das Gericht hat dann einen Gutachter beauftragt. Heraus kam, dass mangelhaft aufgeklärt und die Operation nicht fachgerecht durchgeführt wurde. Und dass sogar ein nur für Männer zugelassenes Implantat eingesetzt wurde. Das Gericht entschied, der Eingriff war rechtswidrig und sprach Franziska S. 4.000 € Schmerzensgeld zu, sowie eine Absicherung für mögliche Folgeschäden. Ich empfinde es als wenig, weil ich ziemlich eingeschränkt bin. Das heißt, also bei mir dreht sich eigentlich, meine ganzen Gedanken drehen sich, wo kann ich auf Toilette gehen? Die Beschwerden werden für immer bleiben. Es wird abgeraten, das wieder zu beheben, weil das Risiko dieser folgenden Operation einfach zu hoch ist. Seit der ersten OP sind nun 6 Jahre vergangen, bis Franziska S. jetzt hoffentlich eine Entschädigung bekommt. Heidi Zillner konnte sich aus finanziellen Gründen keinen Anwalt leisten, hat keine Rechtsschutzversicherung. Sie wusste sich nicht anders zu helfen, hat den Arzt bei der Polizei angezeigt. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Was soll jetzt zugeben? Gerechtigkeit möchte ich. Ich meine, ich bin geschädigt bis in die Zukunft. Gar nicht so einfach mit der Gerechtigkeit. Im Zivilrecht regelt das bürgerliche Gesetzbuch § 630 h, dass der Patient dem Arzt einen Behandlungsfehler nachweisen muss. Doch wie soll sie das schaffen? Sogar die Patientenbeauftragte der Bundesregierung gesteht in einem Schreiben an Heidi Zillner ein, so zeigt sich in der Praxis, dass es für Patienten nach wie vor schwierig, bisweilen sogar unmöglich ist, zweifelsfrei nachzuweisen, dass ein Behandlungsfehler Ursache für einen erlittenen Schaden ist. Ein Unding, findet Horst Glanzer. Er weiß, wovon er spricht. Horst Glanzer ist selber Medizinopfer, will unerkannt bleiben. Zu den Schmerzen käme noch der Kampf mit Ärzten und Anwälten. Seit Jahren setzt er sich hartnäckig für Patientenrechte ein,
hat bereits einige Gesetzesänderungen erreicht. Nun will er bei Behandlungsfehlern eine Beweislastumkehr erreichen. Für Heidi Zillner hieße das, sie meldet den möglichen Fehler und der Arzt müsste ihr dann beweisen, dass er nicht gepfuscht hat. Die Ärzteschaft wehrt sich vehement gegen eine generelle Beweislastumkehr, hält dies für unzumutbar, da dann jeder Schritt zeitaufwendig dokumentiert werden müsste. Dass in der Tat für alle Möglichkeiten, die ich in der Behandlung und in der Diagnostik des Patienten betreibe, die Dokumentation so ausufern würde, dass die Zeit am Patienten selber, für das Gespräch am Patienten, für die Diagnostik, für die Erklärung, welche Therapie ich an ihm durchführe, einfach zu kurz kommt. Und dann steht Dokumentationsaufwand und Zeit für den Patienten in keinem Verhältnis mehr. Doch Patienten brauchen mehr Schutz. Deshalb hat Horst Glanzer beim Deutschen Bundestag eine Petition zur Beweislastumkehr eingereicht, über die bereits vergangenen September abgestimmt wurde. Drucksache 4269. Wer stimmt dafür? Danke. Wer stimmt dagegen? Mit Stimmen der Koalition und der FDP wurde die Petition angenommen und an die Bundesregierung übergeben, um die Beweislastumkehr bei der Gesetzgebung einzubeziehen. Angenommen. Für die Umsetzung ist das Bundesministerium der Justiz verantwortlich. Doch es tut sich nichts. Ein Wechsel der Ministerin lähmt wohl das Handeln. Ein Jahr hat das Ministerium Zeit. Die Frist ist bald verstrichen. Wir wollten wissen, was man von einer Beweislastumkehr hält und ob man diese nun in ein Gesetz gießen wolle. Ein Interview gibt es nicht. Das Ministerium bittet schriftlich um Verständnis, dass wir uns aus Respekt vor dem Bundestag nicht inhaltlich zu laufenden Petitionsverfahren äußern. Zur weiteren Sachbehandlung der Petition wird das BMJV fristgerecht gegenüber dem Petitionsausschuss Stellung nehmen. Die Zeit wird knapp. Dabei wäre eine Beweislastumkehr für geschädigte Patienten so hilfreich. Heidi Zillner wartet noch immer auf Ergebnisse der Staatsanwaltschaft. Es zermürbt und die Beschwerden bleiben. Und auch ich selber bin nicht mehr die Heidi, die ich vor 2 Jahren war. Und wirst du auch nicht mehr.